So, herzlich willkommen zur 6. Aufnahme von Factorio. Das ist auch die letzte Aufnahme, die ich noch vor meinem Urlaub mache. Also alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, war Vorarbeit. Wenn die Folge hier rauskommt, dann ist es Montag. Und da bin ich gerade wieder da. Aber ich weiß nicht, ob ich da am Montag gleich Zeit habe zum Aufnehmen. Und deswegen mache ich jetzt noch eine kleine Aufnahme. So, ich muss mal gucken, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir haben dieses Notfallkupfer hier angeschlossen, das ich gerade nicht sehen kann. Was mich daran erinnert, dass ich hier oben noch ein Radar hinstellen sollte. Wir haben dieses Hochtechnologie-Forschungspaket fertiggestellt, genau. Forschen, Bergbau, Produktivität. Haben wir... Wie sieht's denn hier aus? Hier ist schon ein bisschen was da. Eigentlich ist Bergbauproduktivität nicht das, was ich gerade möchte, sondern ich brauche die Logistiksysteme relativ dringend. Hier, 150 von allem, bitte das machen. Oh, ich hoffe, das geht. Ich glaube, da fehlte auch noch eins. Ein Paket. Ja. Schade, ich dachte, jetzt können wir nämlich in der Aufnahme jetzt schon die Roboter fertig machen. Aber da fehlt noch das orangene Paket. Orange. Oh Gott. Ja. Lila, meine ich natürlich. Lila-Violett. Dieses da. Wissenschaftspaket für Produktion fehlt uns noch. Okay, dann müssen wir nämlich erst die Hochebene mal forschen. Hier, diese. Wissen wir schon. Ja, dann machen wir das Forschungspaket auch noch fertig. Ich glaube, wir können hier auch schon mal gucken, was das braucht. Bla, da. Elektromotoreinheit, Hammer. Montagemaschine 1 ist kein Problem und Lichtbogenofen ist auch kein Problem. Glaube ich. Also den Lichtbogenofen kann ich noch nicht nachschauen. Aber wir können den Rest hier schon mal aufbauen. Ne? Elektromotoren haben wir hier schon fertig. Da brauchen wir gar nicht mehr machen. Sind wir einfach. Entnehmen wir uns einfach so, wie sie da sind. Ja, schade. Das tut jetzt meinen Plan so ein bisschen durcheinander bringen. Der Plan war eigentlich, dass ich jetzt die Roboter fertig mache. Wieso mache ich das? Das ist doof. Weil hier kommen nämlich erst einmal, kommt hier so ein Ding hin, so ein Band. Womit ich Montagemaschinen 1 baue. Die habe ich zwar da hinten schon mal, aber die will ich nicht jetzt so weit hier rüber transportieren. Deswegen baue ich sie mir hier einfach nochmal neu. Wo waren die denn? Ich bin blind, oder? Nehmen wir die hier. Wunderbar. Ich musste gerade mal gucken, dass die Aufnahme läuft. Nee, dass ich jetzt hier die ganze Zeit schon quatsche und dann war es für die Katz. Das wäre ja schade. So, Montagemaschine 1. Zahnrad, Eisenblatt, elektronischer Schaltkreis ist kein Problem. Aber wir müssen die noch ein Stück rücken. So. Wie viele braucht man denn? Naja, sehen wir dann, wenn es fertig ist. Hier steht ein kaputter Panzer rum. So schön. Ja, stimmt. Das haben wir das letzte Mal auch noch gemacht. Wir haben uns darum gekümmert, dass wir nicht mehr so oft besucht werden von den Aliens. Da haben wir uns ja quasi Luft gemacht. Ich hoffe, das reicht auch noch eine Weile vor. So schnell will ich eigentlich keinen Besuch mehr von denen haben. Welches Verhältnis ist denn das hier? Okay, die Eisplatte auf ein Band, Zahnrad und elektronische Schaltkreise können auf das andere Band. Ja, dann machen wir das doch so. Zahnräder, wo kommt denn ihr lang? Da. Die habe ich auch seit einer Weile nicht mehr verlängert. Naja, gut. Machen wir das jetzt. Und ziehen die hier der ganzen Reihe lang. So und so und so. Ich erinnere mich gerade auch daran, dass wir ja die roten Bänder haben wir ja auch schon in Auftrag gegeben. Die haben ja die brauchen jede Menge Eisen. Ich hoffe, die sind jetzt schon quasi fertig, ne? Wir haben ja gesagt, bloß so und so viele Stacks wollen wir haben. Und da habe ich jetzt einfach mal die Hoffnung, dass die Stacks schon
Das geht so nicht. Moment. So. Dass die mit den Stacks schon fertig sind. Wo muss ich lang? Ja, genau hier. Da. Da. Genau. Okay, dann geht das hier runter. Hier geht es in den Tunnel rein. Da kommt der Tunnel wieder raus. Und da haben wir eins angeschlossen. Hier müssen wir noch einen Tunnel machen, sehe ich gerade. Wäre zumindest besser, weil wir sehen ja hier die Bänder. Ja, Produktion ist echt am Boden gerade, ne? Weil wir kein Kupfer haben. Dann müssen wir die Kupferproduktion aufwerten. Dafür wollte ich aber eigentlich schon die Flugroboter haben. Damit ich einen Omni-Bahnhof machen kann. Deswegen quäle ich mich jetzt hier nochmal mit dem letzten Paket. Also es ist nicht das letzte Paket. Aber mit diesem Paket. Ja, das braucht auch jede Menge Eisen. Hier kommt kein Eisen an, eigentlich. Also drei Dinger. Das ist nicht so viel. Wieso mache ich das? Komm. Mach lieber ordentlich hier. Ne, hier runter, da raus. Wie Eva. Muss es aber auch richtig rummachen. Der andere Grund, warum ich auf die Roboter warte, ist, weil ich dann eigentlich auch sofort die Schmelzen umbauen will. Die sind ja im Moment so ausgelegt, dass sie nur ein gelbes Band füllen können. Also verarbeiten können. Oh, leer. Mist. Was eigentlich auch schon zu wenig wird. Deswegen wollte ich die verlängern. Allerdings ist hier nicht so viel Platz zu verlängern, beziehungsweise man müsste einiges aus dem Weg räumen. Und das geht dann mit Robotern deutlich einfacher und schneller. Naja, dann gibst du das einfach mal den Robotern in Auftrag und die machen das dann mal eben schnell. Ja, wenn du das selber machst, dann stehst du da eine Weile. Ich wollte Fließbänder holen. Das sieht gar nicht gut aus hier. Warum? Hier ist irgendwas falsch, oder? Ach so. Ja. Hier ist tatsächlich irgendwas falsch. Sehr gut. Sherlock hat es erfasst. Da ist irgendwas falsch. So, wieder schnell zurück. Ah, da haben wir das erforscht. Womit machen wir denn jetzt weiter, wenn wir da nicht weiterkommen? Na, dann mache ich die Bergbaueffizienz. Ah, der Fortschritt ist gespeichert. Schön. Das gab es früher nämlich auch noch nicht. Laboreffizienz könnte man auch machen, aber im Moment noch nicht. Kapazitätsbonus für Greifarme, das wäre auch interessant. Wann kann ich den hier weiter forschen? Könnte ich schon. Die brauchen das nicht. Ah, was forschen wir denn? Ich glaube, wir machen erst das weiter. Das braucht zwar jede Menge, es ist aber sehr nützlich. Ne, natürlich im Endeffekt, sobald wir hier das Forschungspaket fertig haben. Oh, jetzt können wir ja gucken, was die Öfen brauchen. Moment. Licht oben. Stahl, erweiterter Schaltkreis und Ziegelstein. Ja, das ist eigentlich kein Problem. Das kriegt man hin. Achso, wie schnell ist denn der gebaut? Halbe Sekunde, wow. Da reicht ja eine. Das ist ja, huh. Was ist das hier? Oh, nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Oh Mann. Ja, nicht? So sieht das aus, wenn man beim Spielen quatscht. Dann macht man nämlich Unsinn. Und dann läuft man Bänder entlang. Um den Unsinn zu beheben. Ja, jede Menge Zeug im Inventar. Muss ich mal ein bisschen was ausladen. Moment. Ganz so viel braucht man ja nicht einstecken zu haben. Hier mal Zahnrad rein. Da gab es, glaube ich, auch mal eine bessere Methode für. Aber die weiß ich gerade nicht, deswegen mache ich das jetzt hier so affig. Und
So, dann sind die Zahnräder gleich wieder im Umlauf, die ich da gediebt hatte. Selber machen wir jetzt hier nochmal mit den... Die stacken zum Glück höher, da ist das nicht ganz so tragisch. Oh, jede Menge Motoren. Die stopfe ich auch gleich mal wieder hier in die Produktion, wo auch immer die war. Hier sind die Motoren, sehr gut. Ja, wenn ich mal welche brauche, dann hole ich mir hier welche. Sind ja genug da. Das müllt mir nämlich leider alles, das Inventar voll. Da kann man sich später nämlich auch die Roboter drum kümmern lassen, dass man, dass die eben Zeug abnehmen, das gerade einfach nur Platz wegnimmt oder im Weg ist. Deswegen will ich die ja unbedingt haben. Aber ohne das Kistensystem haben die fast keinen Nutzen. Deswegen muss ich jetzt hier schon mal nochmal... Ja, jetzt laufen das ganze Stück wieder zurück. Aber wir können ja auf Fließband laufen, da geht es ein bisschen schneller. So, alles aufsammeln. Oh Mann. Das gibt's doch nicht, der Pyroker. Einmal unaufmerksam und dann gleich so, ne? Ja, gleich richtig. Muss sich ja lohnen, ne? Wir machen ja keine halben Sachen. Wie man sieht. Na gut. So, ich hoffe, jetzt kann ich weitermachen, ohne solchen Unsinn zu fabrizieren. Mist, ich habe gedacht, oh, das sieht so gut aus von da oben. Das habe ich bestimmt so gedacht. Nope. Hast du dir nie so gedacht. Ja. Machst du Humbug, machst du da. Ja, dann mache ich das kurz so. Ist jetzt natürlich unhübsch. Aber ich habe auch schon hässlicheres gesehen. So, und ich habe mich auch gefreut. Oh, wie schön das passt und so, ne? Ja. Das hat ja wunderbar gepasst, hat das ja. Na gut, Eisen ran. Hier und da. Okay. Das Eisen soll hier lang. Da. So, da runter. Halt, so. Können wir den hier machen. Der war davor, soweit ich weiß. Ist das so richtig? Das sieht gut aus, ja. Okay, das passt. Sehr gut, Eisen ist unten. Dann Hauruck. Hier kann eigentlich ein Stapelgreif auch noch ran, ne? Habe ich einen. Ich habe einen. Das ist ein Traum. Stapel und zweimal so. Das wird nicht reichen, ne? Die werden nicht schnell genug sein. Ja. Ja, das... Ist zwar nett gedacht und so, aber... Das haut jetzt hier keinen vom Hocker. Haut's nicht. Wie mache ich das? Ich will nicht so viel Platz verbrauchen. Deswegen überlege ich gerade wieder. Da hinten kommt dann nämlich Wald. Eigentlich egal, oder? Na gut, lassen wir das so. Sag mal einfach hier... Ne, Motor. Toll. Brauchen wir nicht. Machen wir schnell. Können wir den hier vorrücken? Ein Traum. Ja, das ist zu langsam. Ne, die beiden Roten schaffen es nicht. Ja. Okay, dann machen wir das anders. Ich will, dass es ordentlich läuft, ne? Nicht, dass die Maschine hier nie ausgelastet ist. Das ist doof. Mach mal lieber das Ausladen über einen großen Knickarm. Also stelle ich die Maschine jetzt hier hin. Muss mal gucken, dass das hier platzt, ja, passt. Was hier so kommt. Was kommt hier? Weiß keiner. Ach so, das sind diese Module. Ja, okay.
Das sind die Prozessoreinheiten. Brauchen wir zum Glück alles hier nicht nochmal neu einstellen. Dann machen wir das Ausladen nämlich über die Dinger. Aber ich muss mir mal das kurz anzeichnen, wo ich hin muss mit dem Band. So, da muss ich hin. Okay, dann kann das hier wieder weg. Alles Humbug. Genau, da muss es nämlich... Ja, genau, das passt. Sehr schön. So. Dann jetzt wieder hier die Untergrundbänder hin. Ja, kann man gut gedrückt halten. Warum ich das vorhin nicht gemacht habe? Weil ich manchmal doof bin. Aber das macht nichts. So, jetzt können wir hier nämlich die Stapler hinein und hinein. Den rücken wir mal ein Stück. Ja, das sieht doch besser aus, ne? Wir gucken mal, ob wir mit einem Auslader zurechtkommen. Ich glaube es bald, ne? Hier, gut, das Bank langt dann. Alarm. Von unten rechts. Achso, das ist der Pups da. Ja, okay. Das soll mir recht sein. Da kümmere ich mich im Moment noch nicht drum. Jetzt habe ich es nie gesehen. Nochmal gucken. Das, er schafft es nie wieder einladen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, komm. Ja, sehr gut. Okay, das läuft. Schön. Okay. Was brauchte man noch? E-Motoren haben wir fertig. Dann sind es noch die Lichtbogenöfen. Da müssen wir die Ziegelsteine irgendwie hier hinlegen. Wir wissen noch nicht genau wie. Macht aber nichts. Wir brauchen Stahl und Stahl und erweiterte Schaltkreise. Und Stahl brauchen wir relativ viel. Machen wir das so. Stahl, erweiterte Schaltkreise. Dann die Maschinen. Ziegelstein. Und quasi Output, ne? Lichtbogenöfen. Lichtbogenöfen können wir auch in der Tasche stecken, weil das ist, sind die Öfen, auf die ich aufwerten will irgendwann. Dafür braucht man aber immense Stromproduktion. Das sind wir noch, bin ich noch nicht so weit. Ne, das kommt dann. Ja, kann ich hier noch nicht so richtig machen. Malen wir uns aber mal kurz an. Hier, so sieht das dann aus. Können wir eigentlich schon, ne? Fangen wir schon mal an. Holen wir uns einfach den schon mal. Natürlich in die richtige Richtung. Sonst sehen wir wieder alt aus. Und hier runter. Genau. Stahl war das andere. Wo haben wir denn den liegen? Sieht wieder aus, als hätten wir keinen. Ne, hier hinten ist er. Mann, oh Mann, das Surfen ist manchmal echt nervig. Ja, hier habe ich überall die Schaltkreise abgezwickt und aber nicht ordentlich, ne? Jetzt muss ich hier ganz viele Untergrundbänder legen, um an den Schaltkreisen immer vorbeizukommen. Naja, so ist es schlimm. Das sieht gefährlich. 1, 2, 3, 4, das passt gerade so. Gut, haben wir Glück gehabt. Das sah nämlich schon verdächtig danach aus, dass es nicht geht. Hier muss der Teil ein, genau. Kann das jetzt hier runter. Und dann haben wir den auch da. Wunderbar. Okay, dann hole ich mir jetzt gleich meine Ziegelsteine hier hoch. Die Produktion haben wir ja da unten schon stehen. Wir könnten noch eine neue aufbauen. Quasi, sagen wir mal hier so, könnte man jetzt hier eine Ziegelsteinfarm machen, die von hier holt sich die Steine. Aber wir haben ja hier hinten schon, also warum nicht das nutzen, was schon da ist? Quasi, ne? Sehr nur logisch. Wie sieht das denn aus? Das sieht komisch aus. Kann sein, dass diese Produktion nicht reicht, ne? Dann machen wir hier
Das ist putzig, was ich hier gebaut habe, ne? Pass auf, so putzig wie das ist, machen wir jetzt hier eine Schlange draus. Wo lege ich denn den lang? Ist eigentlich auch wurscht, ne? Wenn wir hier an den Laboren vorbeikommen. Nicht so. Ich glaube, ich hole gleich nochmal Bänder. Das wird nämlich mit Sicherheit nicht reichen, was ich hier mache. So. Müsste gleich boop gehen und dann haben wir nichts mehr. Oder doch nicht? Naja, na gut. Wieder Alarm. Ja, okay. Die Türme kümmern sich drum. Wunderbar. Da ist auch jede Menge Munition noch drin. Ja, okay. Huch. Müsste man noch die richtige Taste finden, dann geht's so weiter.